Elfriede. Eine Kurzgeschichte von CE Poetry Official. Die sieht ja grauenhaft aus, flüsterte Elfriede gehässig. Walter nickte nur und meinte, jetzt guck nicht die ganze Zeit dahin, Walter, ermahnte Elfriede ihren Gatten, der neben ihr auf dem Sitz im Zug saß. Diese Haare, furchtbar, flüsterte Elfriede wieder. Walter stimmte ihr zu. Du sollst da nicht die ganze Zeit hingucken, Walter, zischte Elfriede. Der Zug kam zum Stehen, die Passagiere standen auf. Elfriede quetschte und schubste sich durch die Menge, während Walter hinter seiner Frau herschlurfte. Die beiden waren nun seit 40 Jahren verheiratet und stolz drauf, wie Elfriede immer zu sagen pflegte. Kinder hatten sie keine. Die machen alles schmutzig, hatte Elfriede vor über 30 Jahren gesagt und damit war das Thema dann beendet gewesen. Bis vor 2 Jahren war Walter Büroangestellter bei einer großen Versicherungsfirma gewesen. Dann war er in Rente gegangen. Er sehnte sich nach seinem Schreibtisch zurück. »Wo hast du geparkt?«, fragt Elfriede, als die beiden endlich ausgestiegen waren. »Da drüben«, sagt Walter und deutet auf einen durchfallbraunen Golf, dessen Farbe Elfriede so gefallen hatte. Die beiden schlenderten auf den Wagen zu. »Dein Schuh ist offen, Walter«, flüsterte Elfriede. Walter blickte auf seine Füße. Tatsächlich hingen die Schnürsenkel des rechten Schuhs herab, anstatt wie gewünscht in einer schönen Schlaufe gebunden zu sein. »Na und«, murmelte Walter und trottete weiter. »Na und«, fragte Elfriede hysterisch. »Mach ihn zu!« »Im Wagen«, erwidert Walter. »Sofort«, zischte Elfriede. »Was sollen denn die Leute denken, wenn du so rumläufst? Du machst mich ja lächerlich!« Walter kniete sich hin und band sich den Schuh zu. »Geht doch.« »Warum musst du eigentlich immer diskutieren?«, fragte Elfriede und ergänzte. »Sehr ordentlich sieht das aber nicht aus. Die bindest du im Auto nochmal neu.« Walter schloss den Golf auf und setzte sich auf die Fahrerseite. »Ich glaube, es regnet«, sagte Elfriede, als sie einstieg und sich auf den Beifahrersitz setzte. »Wie kommst du drauf?«, fragte Walter und ließ den Motor an. »Wie schon? Ich habe einen Tropfen abbekommen«, meinte Elfriede. Walter sah, dass sie Vogelkacke auf dem Hut hatte, wies sie allerdings nicht darauf hin und fuhr los. »Walter, bleib sofort stehen!«, schrie Elfriede. Walter trat schnell auf die Bremse und schaute seine Frau fragend an. »Ich bin noch nicht angeschnallt«, entgegnete diese und schnallte sich in Zeitlupe an. »Worauf wartest du? Fahr endlich«, rief Elfriede. Die beiden fuhren ein Stück. Da sagte Elfriede, »Wir gehen essen.« »Wo denn?«, fragte Walter. »In diesem kleinen Restaurant auf der Ecke, du weißt schon. Da, wo die Bedienung diese eklige Zahnlücke hatte.« Walter fuhr in einen Kreisverkehr und bog in Richtung Zahnlückenrestaurant ab. »Iss aber nicht zu viel fettiges Zeug, Walter. Das ist nicht gut für dein Herz.« Walter nickte nur und parkte den Wagen und die beiden stiegen aus. Sie öffneten die Tür des Restaurants. »Zwei Personen«, rief Elfriede noch, bevor sie richtig eingetreten war. Ein Kellner kam und führte die beiden zu einem Tisch. »Hast du gesehen, was der für lange Haare hatte?«, fragte Elfriede schockiert, als der Kellner weg war. Walter nickte. »Ich hoffe nur, ich finde kein Haar im Essen«, meinte Elfriede. Erwiderte Walter. Der Kellner brachte die Speisekarten. »Was nimmst du, Walter?«, fragte Elfriede. »Ich glaube, ich nehme das Jägerschnitzel mit frischen Steinpilzen«, las Walter vor. »Also ich finde ja, du solltest die Putenbrust mit Reis und Pfirsichen nehmen. Das klingt sehr lecker. Und gesund.« »Ich denke, ich möchte lieber das Schnitzel«, entgegnete Walter. »Na gut, dann nimm halt dein blödes Schnitzel«, geiferte Elfriede. Der Kellner kam, um die Bestellung entgegenzunehmen. »Für mich die Hühnerbrust mit Reis und Pfirsichen«, murmelte Walter. »Können Sie mir etwas empfehlen?«, fragte Elfriede. »Ja«, erwiderte der Kellner. »Heute kann ich vor allem das Jägerschnitzel mit frischen Steinpilzen empfehlen.« »Dann nehme ich das«, meinte Elfriede. »Eine gute Wahl.« Die beiden schwiegen, bis das Essen kam. »Das schmeckt aber gut. Wie ist deins, Walter?« Walter stocherte in seinem Reis herum und sagte, »Gut.« »Siehst du«, entgegnete Elfriede, »gut, dass du auf mich gehört hast.« Die beiden aßen zu Ende und machten sich auf den Heimweg. »Lass uns noch etwas Fernsehen gucken«, rief Elfriede. Walter nahm Elfriede die Jacke ab, die sie ihm schon entgegengeworfen hatte, und hing sie an den Haken. Elfriede saß schon auf der Couch. »Jetzt mach endlich den Fernseher an«, rief Elfriede. Walter drückte auf den Einschaltknopf am Fernseher. Auf dem ersten lief Tatort. Walter wollte sich hinsetzen, da meinte Elfriede, »Nicht schon wieder diese blöden Krimis! Ich will explosiv gucken!« Also schaltete Walter gehorsam um und setzte sich neben seine Frau auf die Couch. »Atme bitte nicht so laut«, zischte Elfriede Walter an. Nach einer halben Stunde wurde sie müde. »Komm, Walter, wir gehen ins Bett«, meinte Elfriede. Walter schaltete den Fernseher aus und trottete hinter Elfriede her. Sie lag schon im Bett und trug ihre Schlafmaske. »Walter, schüttelst du mein Kissen noch auf?«, murmelte sie. Walter griff Elfriedes Kissen, schüttelte es auf und drückte es Elfriede so lange ins Gesicht, bis diese sich nicht mehr bewegte. Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn und sagte, »Gute Nacht, Schatz.«